Ist egal. Hammer hardcore wichtig, dieses Shirt. So, Leute, alle kaufen, ey. Das ist Pflichtprogramm, ey. Zombie-Apokalypse, Rettungsteam. So muss das sein. Gerade einkaufen. Mal gucken, wie die Lage hier so ist. Skibidi-wap. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich sehe aus wie ein Terrorist. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es wird immer leerer tatsächlich. Als ob den Leuten die Lust am Einkaufen vergeht. Tatsächlich. Mir ja auch. Aber es ist echt verdammt leer. Hamako. Wenn man bedenkt, wäre ich früher so irgendwie in den Laden reingegangen, wären alle erschrocken oder hätten einen Überfall erwartet oder so. Geld her. Jetzt kannst du reingehen und sagen, nee, ohne Maske irgendwo reingehen und sagen, Hände hoch oder ich niese. Ja, ist schon creepy scheiße, der ganze Kram. Tief im Wald singt ein Kobold, dir wird kalt. Er schenkt dir Gold und ihr trinkt Tee und danach tut er dir weh. So, ich bin nicht nur beim Einkaufen filmen. Corona, ja, Maus, alles gut. Corona-Tagebuch, ja, was auch immer das werden soll, wahrscheinlich nichts Langfristiges, aber ich will natürlich über Hammer-Hardcore-Skandale hier reden, ne? In diesen ja doch sehr ernsten Zeiten. Ne? Kalu, ne? Da ist ja, ich war ja fassungslos, als ich das Video gesehen habe, und zu Recht haben die Videos auch eine richtig gute Betitelung, ne? Damit man auch. Also, Empörung. Regeln missachtet. Pikantes Live-Video. Sportbild sagt sogar, es ist ein irrer Livestream. Irre. Sala, bitte löscht das. Sorgt mit diesem Video für was auch immer. Es ist ein Eklat. Es ist ein Skandal. Er ist suspendiert. Skibidi-wap. Ja. Also, er hat ganz schön in die Scheiße gegriffen, ne? Schauen wir mal rein. Hey, mon frère. Bien, quoi? Ja, la, tranquille, hein? Coronavirus! Gut, hein? Sehr gut. Ja, er macht sich ja hier eindeutig über das. Über den Kobold lustig. Ja. Ja, wir sind hier gerade. Oh, shake hands. Es ist unfassbar. Es ist ein Skandal tatsächlich. Ja. Ich frage mich, wie funktioniert das eigentlich bei dem Fußballspiel mit dem Sicherheitsabstand? Okay, you look sick now. What's wrong with you? Ja. We lie, baby. Also die nehmen den Kobold da wohl alle nicht so super ernst. Also. Oh, Empörung! Ein Video sorgt für Empörung. Auf Twitter natürlich. Wo sonst? Jo. Ja, ne? Twitter-User halt, ne? Ja, wie kann er nur, ne? Wie kann er nur gut gelaunt sein und über den Kobold lachen, ne? Ja, sind nicht diese Geisterspiele im Gespräch? Wie läuft denn das da mit dem Sicherheits... Ach, Mann,
ich bin hammer durcheinander, ey. Ich komm nicht mehr mit, Leute, ey. Da komm ich nicht mit. Aber auf jeden Fall geht gar nicht, ey. Hammer Hardcore. Hammer Hardcore Skandal. Kalu. Unfassbar. Das hatte bei meinem ersten Einkauf tatsächlich. Bei meinem ersten hatte ich ja nur diesen Schal, da war ich auch nur kurz in der Tanke, das war schon Überwindung. Aber der allererste Einkauf, den habe ich ja wirklich gemacht, wie ich gestern immer HO war. Aber selbst das ist nicht großartig aufgefallen. Hammer Hardcore. So. Ja, was ist jetzt? Würde man jetzt einen alten Schulkameraden treffen oder so? Die wird es ja auch nicht wieder erkennen. Das kannst du knicken, ey. Wo sind denn hier die Mäuse-Sachen, ey? Verdammt, ey. Tief im Wald singt ein Kobold, dir wird kalt. Er schenkt dir Gold und ihr trinkt Tee. Und danach tut er dir weh. So, der Mathe kann kaum glauben. Aber, ich widme mich mal dem Thema Fußball. Im Land der Dichter und Denker. Wie er sich freut, der Vogel. Ganz kluge Köpfe haben hier eine mega geniale App entwickelt. Großartig. Genial. Hammer. Es gab ja das eine Geisterspiel und viele meiner Freunde sind große Fußballfans und waren da sehr, sehr traurig. Und ich habe mir schon ein paar Jahre überlegt, wie man sowas machen könnte, um eben übers Internet positive Emotionen auszudrücken, sodass die sichtbar und messbar werden und eben auch fühlbar, weil ja viel online passiert und man das Publikum ja nicht spüren kann, wenn man online vorträgt. Und wenn man jetzt doch ein paar tausend Leute hat oder ein paar zehntausend Leute, dann diesen Effekt gemeinsam zu haben, auf der Basis kam dann die Idee Anfang März und dann haben wir es auch gleich umgesetzt. Ja, das ist ja eine ganz tolle Idee, ne? Also so wie so ein Affe auf sein Handy rumklatschen. Man kann den Dreck auch noch schütteln. Ne? Für positive Emotionen. Ja, echt, das sind die Köpfe, die Deutschland braucht. Auf jeden Fall. Eine ganze Anzahl, mit denen wir in konkreteren Gesprächen sind. Einige überlegen sich das eben auch in ihre eigene App zu integrieren. Und auch für andere Sportarten sind wir offen. Es gibt ja auch Basketball, Handball und andere Sportarten. Und da das ja absehbar ist jetzt in den nächsten Monaten, braucht es einfach eine Alternative. Ja, und dann vielleicht auch bald für Konzerte oder so. Ne? Und dann können wir wie die Kleinkinder, ne? Also wir haben jetzt Spielstraßen und Ampeln und links und rechts laufen. Jetzt, absolute Zurückentwicklung. Jetzt immer schön mit dem auf dem Handy rumhauen wie so ein behinderter Schimpanse, ey. Und sich halt abfreuen. Ja, bald in jeder Sportart, ey. Fußball, Handball. Was gibst du noch? Ballonfahrt. Ich war entsetzt. Ich konnte nicht daran glauben. Und dem Mitarbeiter habe ich auch gesagt, wissen Sie, dass ich fortgeschrittenen Brustkrebs habe? Er hat gesagt, ja, ich weiß. Aber trotzdem, der Termin kann nicht stattfinden. Ich wurde praktisch in ihrer Verzweiflung sucht sie Kliniken im Internet und findet das Krebszentrum in Essen-Mitte. Das nimmt sie wenig später auf. Seitdem reist sie quer durch Deutschland zur Chemotherapie. 250 Kilometer hin, 250 Kilometer zurück, also 500 Kilometer immer. Das ist ich selbst wert. Erlebt mit einer jungen Frau, 30 Jahre, mit einem Magenkarzinom, das ins Bauchfell metastasiert war und die tatsächlich sehr rührig war und sich über das Internet informiert hatte, wo ist das beste Zentrum in Deutschland, das eine ganz spezielle Operation machen kann. Und dieses Zentrum hat ihr dann eine Operation angeboten, auf einer Warteliste hätte sie stehen müssen und eine Operation in 3 Monaten angeboten. Wegen Covid-19? Wegen Covid-19, weil man sagte, wir müssen die Betten bereithalten für Covid-19-Patienten. Professor Stahl suchte und fand gerade noch rechtzeitig für die junge Frau einen OP. Ach so, das waren nur eben 2 Beispiele. Und da ist nicht die Rede von Skandal oder Eklat oder Irre, sondern zum Beispiel dieses kleine Verrechnen in der Statistik mit den Kobolden war ein kleines, ich zitiere, Zahlenwirrwarr. Ein kleines Zahlenwirrwarr und die übliche Hektik, da kann sowas schon mal passieren. Aber
wichtiger ist als jetzt, Fußball ist viel wichtiger. Moment. Soll die Bundesliga wieder starten? Schauen wir mal. Dip, 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 dip. Pro und Contra. Skibidi ab. Das beste Argument hat der Sohn eines Freundes gebracht. Er hat laut Ja gerufen und die Augen haben geleuchtet. Endlich wieder mit Papa auf dem Sofa Fußball gucken. Endlich wieder Rituale, Normalität. Viele Menschen vermissen den Fußball. Ja. Oh ja, endlich wieder Rituale und Normalität. Der Kleine hat gerufen, ja, ja, Papa, auf der Couch sitzen und Fußball gucken. Das beste Argument für, ich komme auch noch nicht klar, wie finden denn diese Geisterspiele statt? Also jetzt hier kontaktmäßig. Aufnahme des Spielbetriebs macht Hoffnung, dann aber auch bitte im frei empfangbaren Fernsehen, damit wir alle diesen Wir-Effekt haben und natürlich auch, um zu verhindern, dass dann alle Rudel gucken bei dem, der ein Abo hat. Rudel gucken? also die Begriffe haben immer irgendwas, keine Ahnung. Haben immer mehr mit Remus. Haben immer was mit, irgendwie, ja. Herdenverhalten, Rudel gucken. Ja, Laborratten, ne? Gestellt ist, es mag ja den einen oder anderen engagierten Lehrer geben, digitales Lehren ansatzweise sogar funktionieren, aber das ist nichts für Wochen und Monate. Ist es also so, dass wir eigentlich im Moment, Frau Löbel, wie in einem Brennglas die Probleme in unserem Schulwesen vor Augen geführt bekommen, die es eigentlich schon immer gab und wo viel versäumt wurde, was jetzt aber natürlich unter einem unglaublichen Zeitdruck und mit einer Dringlichkeit angegangen werden muss, dass man gar nicht weiß, mit was müsste man anfangen? Mit was müsste man Ihrer Meinung nach anfangen? Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube wirklich, dass man sozusagen anfangen muss, dass das Gesamte alles ein bisschen transparenter wird sozusagen und dass zum Beispiel ganz viele Arbeitsblätter online sind für Kinder, die krank sind, dass sie sich die dann ziehen können, dass man einfach mal genauer sieht, was man macht. Und aber ich glaube, das ist vieles wirklich verschlafen worden und jetzt innerhalb von 2 Wochen versucht man voll Gas zu geben, muss der Sache jetzt irgendwie auch Zeit geben. Also es ist einfach, auch was Sie vorhin sagten, ich verstehe das, dass alle wieder zurück wollen. Alle wollen eigentlich, dass es wieder normal ist. Ja, alle wollen, dass die Kindergartenkinder wieder in den Kindergärten können, sie wieder arbeiten können. Wir wollen Normalität, aber es ist keine Normalität. Es ist eine weltweite, gigantische Krise, wie es sie noch nie zuvor gab. Hm. Es ist nichts normal gerade. Und Digitalisierung muss jetzt vorangehen. Nein, das ist nicht normal. Gut, die Frage um Shift. Was denn das war das? Also. Was ich gut finde, Aufklärung für Kinder. Finde ich super. Wollte ich nochmal ganz kurz zeigen. Großartiger Scheiß. Zum Beispiel wir Kinder. Wir tragen die Viren aber trotzdem mit uns herum. Und können Eltern, Großeltern, Freunde und Lehrer anstecken. Deshalb sind die Schulen zu. Noch gibt es keine Medizin und keine Impfung. Wir können das Virus nur stoppen, wenn es nicht mehr von einem Menschen auf den anderen springen kann. Ich kann für unsere Familie sagen, wir haben 2 Kinder im Grundschulalter, 6 und 8. Auch ich pendel zwischen Präsenzdienst wie heute und Homeoffice hin und her. Wir müssen aber festhalten, wir alle sind natürlich im Vergleich zu anderen Familien extrem privilegiert hier in Deutschland. Und deshalb würde ich gerne an Frau Löbel die Frage richten. Sie drehen ja gerade einen Film über Familien zu und kommen da auch mit ganz, ganz unterschiedlichen Schichten in Kontakt. Was sind denn derzeit die größten Probleme für Familien in diesen Corona-Zeiten? Ich glaube, man muss das wirklich unterscheiden. Also die Familien, unsere Familien, Akademiker, Mittelschicht oder ganz normale Familien, auch sozial schwach, aber Familien, die irgendwie halbwegs funktionieren, wir sind einfach gestresst. Also wir haben das Problem, wir haben das Homeoffice, wir müssen irgendwie da funktionieren, zu Hause noch mehr, wir sind Lehrer, wir sind Animateure, alles, ja. Also wir sind einfach wirklich noch gestresster als vorher. Problematisch ist es ein bisschen bei den Familien, die sowieso Schwierigkeiten haben, die etwas dysfunktionaler sind, wo jetzt momentan wirklich keiner mehr reinkommt. Also normalerweise ist das so, dass bei solchen Familien immer mal geguckt wird. Also das Jugendamt macht wohl noch seine Kontrollen relativ in den Familien, in denen sie schon drin sind. Aber die sind halt abhängig von Hinweisen sozusagen, von Lehrern, Erziehern, Kinderärzten, Kindergärtnern, den Leuten, die die Kinder normalerweise sehen. Und die sehen die Kinder nicht. Die Kinder sitzen in ihrem Block in ihrer kleinen Wohnung mit Eltern, die vielleicht Angst um ihre Existenz haben. Eltern, die auch gar nicht gewohnt sind, zum Beispiel jeden Mittag Essen zu machen, weil die Kinder gehen normalerweise in die Arche oder die holen das Essen an der Tafel, die also sowieso wenig Geld haben und wenig... Weil ich nicht weiß, was ich will. Ich will doch nur das Nötigste einkaufen.
Darum, aber wenn die andauernd umbauen, Mann. Echt, Marco. Dauernd bauen die um, ey. Was soll denn das? Das ist doch nur, um die Leute zu verwirren. Hammer Hardcore. Es fällt hier nichts wieder. Das gibt mir die Watt. Mokadio. Wo ist denn hier? Zwar. Hier ist es schattig. So. Was war hier noch? Hi! Was war denn noch? Alles cool? Ey. Ja. Was hast du denn, ne? Gras. Gras, okay. Wald sind ein Kobold, dir wird kalt. Er schenkt dir Gold und ihr trinkt Tee und danach tut er dir weh.